Hallo, mein Name ist Peter Meyer, ich bin Konzertgitarrist, also mehr mit der Konzertgitarre vertraut als mit der Stahlseite. Aber jedenfalls hat mir Jakob Bergmann, der diese Gitarre hier gebaut hat, mich angerufen vor ein paar Wochen, ob er mal vorbeikommen kann. Er lebt in Innsbruck und ich bin hier in Weilheim, Oberbayern, südlich von München, zwischen München und Garmisch. Und er hat mal ein paar Tage Urlaub machen wollen in der Gegend. Und hat sich super ergeben. Und er ist dann vorbeigekommen und ich habe die Gitarre jetzt hier 2 Tage bei mir gehabt und gespielt. Und bin mehr als überrascht, was aus diesem Instrument herauszuholen ist und was einfach auch schon da ist, ohne dass man viel macht. Das Außergewöhnliche sieht man schon durch die Bauweise und das Design, das er als Blinder, muss man dazu sagen, ist mir sowieso ein Rätsel, hier entworfen hat, das wirklich völlig aus der Rolle fällt mit diesen zusätzlichen Schalllöchern. Die Stegkonstruktion auch sehr außergewöhnlich, Seitenbefestigung, alles sehr individuell, kann man auch sagen, sehr, sehr eigenständig. Und ja, diese Eigenständigkeit, die zeigt sich auch dann durch die Klangeigenschaften der Gitarre und der Bespielbarkeit. Die Bespielbarkeit ist einfach fantastisch. Man hat auch noch die Möglichkeit, den Hals noch zu regulieren mit einem eingelegten Stahlstab, wie das oft bei diesen Gitarren üblich ist. Und das Griffbrett ist leicht gerundet, also man kann wirklich die Finger wunderbar platzieren. Keinerlei Probleme in der Hinsicht über die ganze Skala. Dazu kommt diese relativ große Form. Gut, kommt mir jetzt entgegen, weil ich jetzt kein wirklich kleiner Mensch bin, aber man kann sie also in der Konzertgitarrenhaltung sehr bequem halten. Das sind eigentlich die Abmessungen gerade so, dass man sich wohlfühlt. Also jetzt sagen wir mal, ich fühle mich wohl damit. Oder auch in der Haltung, wie sie jetzt ein Stahlseitenspieler, der begleitet, der Jazz spielt, Blues spielt, ist es auch hier wunderbar mit der Armauflage. Man hat wirklich genug Platz und Stabilität. Ja, dann, wenn man die Gitarre einfach so mit den Fingern mal so anspielt, dann merkt man schon, da ist eine ungeheure Klangfülle da. Ein großer Obertonreichtum und auch eine unglaubliche Tragfähigkeit und Projektion. Und zwar in allen Bereichen. Ein wunderbares Sustain. Bis in die allerhöchsten Töne. Das hohe C hier sogar drauf, also 19 Bünde, was man nicht so oft braucht jetzt, aber man kann es erreichen und auch die Intonation ist auch hier oben wunderbar in allen Bereichen, also auch die Oktavreinheit. Selbst so kritische Seiten wie D zur H-Seite. Klingt sauber. Ja, macht einfach Spaß. Ich spiele jetzt einfach mal ein paar Arpeggi mit ein paar Akkorden, wo man das auch sehr gut hören kann. Die Qualität von diesem Instrument.
Also die Flasche Letz kriegt eine halbe Stunde. Es macht einfach wirklich Spaß, da kann man dahin schmelzen, auch als Spieler, nicht nur als Hörer. Ja, dann ist die Gitarre natürlich auch wunderbar geeignet für alles, was in Richtung Fingerpicking geht, also solche Sachen. Überhaupt kein Thema, also es ist trotz der relativ starken Saiten, die jetzt drauf sind. Kann man sie wunderbar ziehen auf die Saiten. Das passt eigentlich alles. Bossa Nova, solche Samba oder sowas kann man auch wunderbar darstellen. Gespielt, hat sie natürlich einen anderen Klangcharakter, aber auch sehr schön, also wenn man jetzt da irgendwie eine Liedbegleitung spielen würde, die arpeggierte. Auch mit Plektrum gespielte Single Notes. Sehr stabil die Töne. Dynamikstufen, also wirklich Piano. Er geht auch sehr stark auf den Anschlag, also wenn man dann im Steg spielt. Sehr, sehr silbrig und hier ein bisschen zu diesen Klangfarben oder mit dem Daumen an den Schlag. Natürlich noch andere Möglichkeiten. Ja, gut. Das war so, was ich als Konzertgitarrenspieler auf die Schnelle hier zeigen kann. War einfach die pure Freude, die Gitarre jetzt zwei Tage hier bei mir zu haben. Und ich wünsche dem Jakob Bergmann, dass seine Instrumente Verbreitung finden. Ich habe nichts Negatives entdecken können. Wirklich, ja, nichts. Das war's. Falls man meine eigene Musik oder das, was ich mache, mal im Internet anhören möchte und verfolgen möchte, dann kann man mal auf meine Website gehen, die heißt Maya Music, also Maya wie die Eier geschrieben. Also manche sagen dann aha mit AI. Ja, in der Schule nicht aufgepasst, aber Meier wie die Eier, also Meier und dann Englisch Music drangehängt, durchgeschrieben.de kann man auf meiner Website Musik von mir hören, in CDs reinhören, Videos sehen, Workshops vielleicht mal besuchen bei mir. Also, ciao dann, danke!